Rechte gefreut. Können wir echt vergessen? Der nächste Bus kommt erst in 20 Minuten. Stimmt doch gar nicht, da kommt doch schon der nächste Bus. Den habe ich noch nie gesehen. Der sieht ja aus wie ein UFO. Entschuldigung, fahren Sie auch zur Luisenschule? Das ist ein Zeitmobil. Ich komme gerade aus Morgen und fahre weiter nach früher. Na, da war ich schon immer hin. Da gab es Minus und Neandertal. So weit kann ich euch nicht mitnehmen. Höchstens 100 Jahre. Ihr müsst ja Mittag schon wieder zurück sein, schätze ich mal. Komm, Patrick, das ist der beste Abschluss, den wir je gemacht haben. Stimmt, dann haben wir früher und zurück. Gemerkt hast.
Das Benzin ist alle. Zumindest sind wir schon mal 30 Jahre weiter. Komm, lass uns mal umschauen. Stimmt. Dankeschön, die Dame. Hey, das ist ja Falschgeld. So eine Gemeinheit. Betrüger! Ich bin doch nicht so laut. Das ist richtiges Geld. Wir kommen aus einer anderen Zeit. Stadt meine ich natürlich. Wir machen einen Ausflug. Ausflug? Wer hat denn Zeit für sowas? Holt euch Investierte! Heute nur 10 Kann ich dir mal was fragen? Ist das ein toller Ferienjob? Verdienst du viel? Job? Was sind das schon wieder? Und Ferien sind nur für reiche Pinkel. Das Neueste von Tage! Das Neueste von Tage! Heute nur 10 Pfennig! Die Illustrierte! Alles über Hände gebucht! Das ist ein Fließband! Ja, voll super! Ja! Und was für eins! Wow! Habt ihr eigentlich auch schon Autorennen? Ja klar, in Berlin! Oh, cool! Zeigen Sie das Rennen heute Abend im Fernsehen! Fernsehen? Wo kommt man diese Ausdrücke? Ach, hier meint bestimmt ein Fernglas! Doch kein Fernglas, ich meine Fernsehen! Das ist sowas wie Kino, nur ganz klein! Aber darauf musst du noch etwas warten. Schätzungsweise 30 Jahre. Weißt du was, wir fahren schon mal vor! Aber diesmal nehmen wir ein schnelleres Auto. Tschüss! Wir sind die Herrschaften. Echt super, das Auto, ey. Finde ich auch. Guck mal, wie komisch die Leute da hinten tanzen. Ach, das meinte ich auch, Madame. Das ist nämlich gar nicht so einfach für dich. Schon wieder Krieg. Stimmt, der arme Zeitungsjunge. Hoffentlich passiert ihm nichts. Ja, hoffentlich. Die Menschen sehen ja alle total verhungert aus. Ja, deswegen müssen wir hier nicht aussteigen. Stimmt. Die Häuser sind auch alle kaputt. Unsere Nachbarn, die mir sogar ihre Sendungssachen einlegen, die ich hervorsetzen.
Was läuft denn nach den Anfangsprogrammen? Meinst du denn, es gibt doch nur ein Anfangsprogramm? Für mehr Programme müssen wir viele Jahre weiter. Das machen wir. Tschüss, Tante Giesler, Renate meine ich. Tschüss. Selten. Super. Guck mal, wie viele Leute unterwegs sind. Ja, ziemlicher Verkehr hier. Da wäre ich auch gern dabei gewesen. Ich auch. Guck mal, die demonstrieren die Atomkraftwerke. Das hätte ich auch getan. Das kenne ich ja schon alles. Trotzdem gehört das alles zu